Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hollow Knight mit mir, Winkmann. Beim letzten Mal haben wir Cornifer, unseren Gartenbuddy, gefunden. Das fand ich sehr gut. Das bedeutet nämlich, dass wir jetzt weiter können. Und zwar, was passiert, wenn wir jetzt nach links gehen? Station der Königin. Ach, hier sind wir. Hier gab es ja... Da ging es links Richtung Nebelschlucht, wo die Quallen waren. Und rechts... Hallo. Dieser Ort muss einst ein großer Knotenpunkt gewesen sein an der Grenze zweier Länder. Der Nebel auf einer Seite und diese Wucherung auf der anderen. Keiner der beiden Orte scheint sehr einladend, also bleibe ich hier, solange meine Leckerbissen reichen. Stimmt, die isst ja Pilze. Komm jederzeit vorbei, obwohl ich die Ruhe in dieser Station mag, ist etwas Gesellschaft immer angenehm. Angenehm auch meinerseits. So, ich möchte aber zu der Bank... Denn wir haben, wie gesagt, einen neuen Punkt, einen neuen Slot. Erhöht die Widerstandsfähigkeit, der Träger bleibt länger und verwundbar, nachdem er sich von Schaden erholt. Seelenfänger von Schamanen genutzt, um aus der Welt, um sie herum Seelen zu ziehen, erhöht die Menge an Seelen. Und hier beschützt den Träger beim Fokussieren von Seelen mit einem harten Panzer. Ich würde gerne ein Beispiel bringen, aber ich habe momentan keine Seele bei mir. Zumindest keine Seelenenergie. Wir gehen hier hoch. Zurück zu unseren Pilzen. So. Oh, es ist nice. Oh, es ist nice. Machst du was? Ist ja ohne Spaß. Die scheinen ja wirklich friedlich zu sein. Die nicht, die nicht. So. Jetzt ist die Frage. Boy, oh boy, oh boy. Der macht das viel mehr ohne Vorwarnung. Jetzt muss ich aber wirklich mal gucken, wo ich lang muss. Scheint ja, dass ich hier runter muss zum Kartenmann. Doch wie komme ich auf die andere Seite? Hier nach. Versteht ihr, was ich meine? Ich komme hier gar nicht so hoch. Oder müssen wir weiter runter? Aber wie kommen wir weiter runter? Ich schaue mir das jetzt nochmal an, komplett. Denn es gibt hier anscheinend noch einen zweiten Weg dahin. Wenn der leichter sein sollte, dann nehmen wir doch den Weg. Falls nicht, dann nehmen wir eben... Jo, keine Ahnung, ich bin mir noch nicht sicher. Mal schauen, wie wir das anrichten. So. Was haben wir denn hier?
Das sieht komisch aus. Ich sehe rechts Dornen. Können wir dahin? Ich weiß es nicht. Da können wir auch irgendwie. Okay. Das weiß ich dann wohl noch nicht. Da unten ist ein Hebel. Wie kommen wir zu dem Hebel? Indem wir zu den Dornen kommen. Wie kommen wir zu den Dornen? Also wir müssen über die Dornen da irgendwie ran, denke ich. Okay. Ich habe keine Ahnung. Lassen wir das mal außen vor. Da kommen wir bestimmt ein anderes Mal hin. Okay. Bin gefallen. Was passiert? Was ist, wenn ich jetzt hier rechts gehe? Ach, stimmt. Okay. Wah, wah. Schräge Sache. Alles, meine ich. Okay, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, was ich hier mit anfangen soll. Das ist ja verrückt. Ich kann nichts anderes sagen. Es ist verrückt. Pilze, ha? Der Kampf ist tatsächlich relativ einfach. Das freut mich sehr. Mach mich mal ganz leise vom Acker. Das war knapp. Du. So. Hier angekommen. Ich habe mich nicht versteckt. Kloff, wenn du mir doch nur helfen könntest. Ich hab's herausgefunden. Das
Das Einzige, was eigentlich noch übrig geblieben ist. Okay. Was ist hier? Oh boy! Shortcuts! Fresh! Finde ich geil. Das war knapp. Bisschen auch blöd von mir, aber egal. So, was haben wir hier unten? Du schon wieder. Jetzt warte doch mal. Betrachten. Hier endet der Pilgerweg. Das Herz von Heilandsnest liegt offen vor dir. Schreite voran und nimm Anteil an seiner Herrlichkeit. Das ist kein Boden. Was soll ich sagen? Da ist kein Boden. So. Okay. So. Mehr davon. Autschi. Alles cool. Alles cool. Okay. Jetzt kann ich wieder so machen. Perfekt. So, aber bin ich jetzt da, wo ich denke, wo ich bin? Nicht ganz, glaube ich. So. So, komm jetzt. Oh, damn you. Okay. Grüß dich. So, noch mal ganz kurz gucken. Oh, Cash Money Money Cash. Okay. Okay, jetzt sind wir hier. Weiß natürlich nicht. You son of a gun. So, oh, jetzt. Da weiß man das und dann ist es plötzlich viel geiler.
Jetzt sind wir zu weit gegangen. Okay. Ich glaube, hier sollen wir eher hinfallen. Praktisch. Ganz, ganz praktisch das hier. Wow. Also, die Pilzöde. So heißt der Spaß. Wow. Wow, ganz ehrlich, wow. Ich mag euch. Schauen wir mal, was hier so ist. What? Ich habe jetzt nicht mit dem Gegner gerechnet. Sorry, aber. Mit dem Gegner habe ich echt nicht gerechnet gerade. Okay, gut zu wissen. Ich nehme die Herausforderung an. Batch. Okay. Die blocken halt nicht. Das finde ich eigentlich. Naja, hat was. Ne? Das macht das Ganze ein bisschen leichter. Hier geht es auf jeden Fall. Okay, es war eher ein Fehler meinerseits, aber. Okay. Alles klar. Betrachten! Ihr Wanderer, die ihr den Tod sucht, willkommen! Mögen unsere Klauen euch zu einem schnellen Ende verhelfen. Das finde ich jetzt nicht so nett. Gagagagadi, so. Okay. War's das? Habe ich da jetzt alle Gegner fertig gemacht oder was? Wo bin ich hier? Hier ist ja auch keine Karte. Das sind wohl die, klugen Dünnbeinigen. Die klugen Dünnbeinigen, von denen der Kartenzeichner Corny Fair geredet hat. Komm. Hat mich nicht bekommen, der Meister. Okay. Ich bin jetzt schon wieder runtergefallen. Ich wollte eigentlich hier oben noch bleiben und ein bisschen gucken. Hier war nichts. Okay. Ja. Jetzt sind wir schon im freien Fall fast. Blöd. Nicht gut. Okay. Nehme ich. Jetzt muss ich trotzdem mal gucken, wie ich denn jetzt. Ah, oh Gott. Okay, hey, hab's geschafft. Zack. Huch. Nice. Okay, jetzt möchte ich trotzdem noch gucken, was hier weiter unten ist. Wir sind an einen Ort gekommen.
wo ich mir nicht mehr sicher bin, was hier so abgeht. Hier hoch müssen wir eh noch mal. So, die Taktik klappt eigentlich ganz gut. Ja, ich weiß schon Bescheid. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Eine Bank. Mein Name ist Eddie Winkler. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt Let's Play Hollow Knight. Bis dahin. Ciao.